Hallo, liebe deutschsprachige Teefreunde aus ganzer Welt. Willkommen bei mir in Taiwan. Ich bin Stefan, der Gründer des Tea Masters Blogs und der tea-masters.com Teeboutique. Wir machen heute einen kleinen Kurs über eine Biografie des Kaisers Song Huizong, denn er hat mit Tee viel zu tun. Und ich habe dieses Buch vor kurzem gelesen, sogar in meinem Blog darüber berichtet. Es gibt viel zu sagen, aber heute wollen wir es ein bisschen kurz fassen. Das Buch macht 515 Seiten und dann kommen noch über 100 Seiten von Noten. Also wirklich viel Material gibt es über Song Huizong und er ist wirklich eine sehr wichtige Person, ein sehr wichtiger Kaiser. Er macht die Zäsur zwischen in der Song-Dynastie zwischen Norden Song und Süden Song. Und, ja, und in die Dynastie des Song im Süden. Die Dynastie dauert von Jahr 960 bis 1279 und er ist in der Mitte. Er kam im Jahre 1100 zur Macht und um über Song Huizong zu sprechen, möchte ich auch ein bisschen Tee mitmachen. Heute haben wir schon einen Frühlingstee, den Bilochu nach Sancha. Ich werde ihn nicht nach Song-Dynastie-Art vorbereiten, denn das ist ein bisschen schwierig und dann könnte ich nicht dabei sprechen. Aber ich mache es trotzdem ein bisschen dank der Song-Dynastie, denn ich benutze ein Becher oder eine Schale aus dieser Zeit, also der Stil ist aus dieser Zeit, das ist natürlich eine moderne Nachahmung. Und es ist ein Zhenyang Becher mit schwarzer Glasur. So groß sind diese Becher damals, um Tee zu machen. Damals mit Matcha, also grüner Teepulver, das mit einem Bambusbesen dann zum Schaum gemacht wird. Aber heute mache ich es ganz noch einfacher. Ich benutze einen grünen Tee dieses Jahres schon. Und zwar ein Bilochun aus Sancha. Der sieht sehr, sehr schön aus. Und ich bereite ihn ganz einfach vor. Die Blätter im Becher. Und dann Wasser daneben, langsam, ein bisschen drauf auch oder sonst. Okay, und ein bisschen. Und schön diese Blätter tanzen. Ich mache hier aus. Und langsam wird der Duft aus den Blättern rauskommen und wir können ihn angenehm genießen, ganz langsam. Und jetzt kann ich auch meinen Bericht über Kaiser Huizong sprechen. Also, warum wollen wir uns um ein Buch kümmern, das über einen Kaiser, der 900 Jahre vor uns regiert hat. Ich bin ja vom Tea Master Blog und Huizong ist auch ein Teemeister. Ja, er ist sogar der einzige Kaiser, der ein Buch über Tee geschrieben hat. Natürlich hat er ihn nicht alleine geschrieben, dafür hatte er Hilfe, mehrere Leute waren dabei behilflich und er hat einfach natürlich nur seinen Namen unterzeichnet. Aber alles, was er in diesem Buch, alles, was im Buch geschrieben ist, hat er auch gewusst und
hat er auch praktiziert, denn er hat wirklich sehr viel Tee genossen. An einer Stelle im Buch schreibt die Biografin Patricia Berkeley-Ebui, dass sie wirklich sieht, dass Teekultur überall im Leben von Song Kwezong vorhanden ist. Man weiß nicht, was er gegessen hat, aber man weiß, dass er sehr oft Tee getrunken hat und dass er wirklich Tee sehr leidenschaftlich gern hatte. Es wird auch ein bisschen Zeit für mich, ein bisschen Tee zu genießen. Also einfach, jetzt da die Blätter sich geöffnet haben, ein bisschen mit einer Porzellan, diesem Porzellan, den Tee in meinem Becher, meinen kleineren Becher, schaufeln und genießen. Riecht sehr schön. Natürlich noch ein bisschen warm. Was wirklich uns natürlich interessiert, ist all, was mit Tee zu tun hat in diesem Buch. Und da ist wirklich viel Material dabei. Und man kann es in zwei große Kategorien unterscheiden. Eins, was mit der Politik und der Wirtschaft der Zeit zu tun hat und was mit Song Kwezong und sein Vergnügen zu tun hat. Denn die Politik ist sehr, sehr wichtig bei Song Kwezong, denn dieses Buch zeigt uns, dass Song Kwezong anders ist, als was die meisten Biografen in uns vorstellen. Was sagen denn die meisten Biografen? Was ist denn anders in diesem Buch? Da müssen wir zurück zu diesem zu seiner Geschichte kommen, um das zu erfahren. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig in der Geschichte Chinas. Denn Song Kwezong, der wurde im Jahre 1082 geboren und wenn er drei wurde, starb sein Vater, der Kaiser, und sein Bruder, sein größerer Bruder, wurde damals Kaiser. Er ist nur der dritte Bruder, der dritte Sohn in der Familie. Also hat er wirklich wenig Chance, selbst eines Tages Kaiser zu werden. Und als er 15 war, ist er sogar aus dem Palast ausgezogen. Aber sein großer Bruder ist leider für ihn sehr jung gestorben und hatte damals noch kein Baby gehabt. Und der zweite Bruder, der zweitgrößte Bruder von Song Kwezong, der war blind. Und dann meinte seine Mutter, okay, der sollte nicht Kaiser werden, als der erste Bruder starb, das soll Kwezong werden. Und mit 18 wurde er also Kaiser im Jahre 1100 und im 26 Jahren später wurde er von den Jurchen gefangen genommen. Er hatte in der Zwischenzeit ein paar Monate früher die Macht an seinem Sohn weitergegeben, aber sie wurden dann alle gefangen genommen und er starb 7 Jahre später in den Hand der Jurchen, also eine Art Mongolen aus Norden. Mongolien und dann war es zu Ende mit der Song-Dynastie im Norden. Sie ist dann zurückgezogen im Süden, weit weg von den Jurchen, die also das Land im Norden genommen haben. Kwezong ist also derjenige Kaiser, der
die Hälfte Chinas verloren hat. Das kommt nicht so oft vor in der chinesischen Geschichte. Meistens ist es ein Clan gegen den anderen. Natürlich ist noch größere Debakel als die südlichen Songs gegen die Mongolen ganz verloren und 100 Jahre lang China nicht mehr existierte, sondern in den Hand der Mongolen war. Aber ansonsten ist es wirklich ein großes Debakel, eine Katastrophe, und die Historiker haben sich lange gestritten, warum haben wir denn so arg verloren? Ist das denn die Schuld von Huizong? Was hat er denn während seiner Zeit falsch gemacht? Und also müssen wir ihn auch ein bisschen nachforschen. Was war denn sein Leben? Was waren seine guten Seiten? Was waren seine schlechten Seiten? Und zu den guten Seiten, finde ich, gehört, dass er natürlich Tee gern mochte. Er war auch ein sehr guter Kalligraf, hat also wunderbar geschrieben, hat sogar seinen eigenen Stil erfunden. Sehr schmale Charakter, sehr schmale und harmonische, schöne Charakter. Und er war auch gut beim Malen und beim Gedichten. Und er ist auch der Erste, der wirklich fast bei jeder Gelegenheit ein Gedicht auf eine Malerei geschrieben, kalligrafiert hat. Davor gab es natürlich auch schon Malereien und Gedichte, aber er hat beides wirklich systematisch kombiniert und hat dafür Leute, die gut malen konnten, ins Palast aufgenommen, ihnen Gehalt gegeben und sie hatten dann ein gutes Leben, um schön zu malen, schön zu gedichten und schön zu schreiben. Und die meisten Historiker sagen, nein, er hat sich nicht genügend zur Politik gewandt und weil er zu viel Zeit für seine Kunst genommen hat, und also hat er die Politik vernachlässigt. Aber wenn man dieses Buch liest, hat man nicht so den Eindruck, dass er die Politik vernachlässigt hat. Er hat verschiedene Politiken versucht. Und, und was Tee betrachtet, also was mit Tee zu tun hat, ist, dass er Tee benutzt hat, um die Wirtschaft von China zu verbessern und sogar mit Leuten im Norden zu handeln. Dafür hat er ein Pferd- und Tee-Agentur kreiert, und diese Agentur hat also Tee im Norden exportiert und dafür Pferde gekauft. Und diese Pferde waren sehr wichtig, denn China hatte zu wenig Pferde, um sich zu verteidigen. Pferde waren sehr, sehr wichtig im Militär, und das hatte gefehlt. Und dank dieses Tees Geschäfts mit dem Norden im Tibet, was heute Tibet ist, konnte China und Song Huizong also mehr Pferde erwerben, um das Militär in China zu befestigen. Politik von Song Huizong ist also sehr, sehr interessant zu studieren, und ich glaube, es hat mehr, und er war wirklich in dieser Politik mit drin. Er hat wahrscheinlich schlechte Entscheidungen getroffen, aber man kann nicht sagen, dass er die Politik vernachlässigt hat und dass andere die Entscheidungen für ihn getroffen haben. Am Anfang seines
Am Anfang, als er zum Thron kam, war es der Fall. Da hat er sogar noch seine Mutter mit sich genommen. Er sagte, okay, du musst mir helfen, um ein paar Entscheidungen zu treffen. Aber sehr schnell brauchte er sie nicht mehr und hat alle Entscheidungen mit seinen, was wir heute einen Premierminister nennen würden, zusammen getroffen. Und zusammen haben sie Fehler gemacht, aber nicht, weil er zu sehr Tee mochte und Kunst und Kalligrafie und Malerei, sondern es waren einfach die schlechten Entscheidungen. Und auch eine Entscheidung im Krieg zu gehen, und wenn man einen Krieg anfängt, weiß man nie, wie man ihn beendet. Und das war wirklich das größte Fehler von Huizong. Er hatte zwar sein Militär ein bisschen besser bewaffnet mit diesen Pferden, aber es war noch nicht stark genug, und hat es nicht gereicht, um den Krieg zu gewinnen. Aber was uns mehr interessiert noch, ist, was er mit seiner Teeleidenschaft zu tun hat. Und in der Song-Dynastie war es ein bisschen auch die Zeit, wie in Europa mit Gutenberg, als mehr Bücher herauskamen, weil die Chinesen, die waren die Ersten, die diese Druckerei-Technologie kannten und erfunden haben. Und dank dieser vielen Bücher, die in der Song-Dynastie geschrieben und publiziert wurden, hat man wirklich ganz viele Archaien über das Leben von Song Huizong, und man weiß wirklich sehr genau, was er fast jeden Tag gemacht hat. Und man sieht, dass er oft Gäste zu sich einlädt und sogar Tee für ihn vorbereitet. Und fast bei jedem Mal, bei jeder dieser Gelegenheit, sieht man, dass die Gäste sich wundern: Nein, ich bin nicht würdig. Wie kommt es, dass der Kaiser Tee für mich macht? Nein, normalerweise bei sich machen das die Servanten, vielleicht eine Köchin oder eine junge Person, aber der Kaiser, der Tee für mich macht, das ist wirklich ganz ungewöhnlich. Und die vielen Gäste haben sich fast jedes Mal gewundert und fast geschämt, dass der Kaiser Tee für ihn macht. Aber das zeigt auch, dass er wirklich ein sehr freundlicher Mensch war, der wollte, dass die Gäste sich gut fühlen, und er wollte nicht eine so große Distanz, okay, ich bin der Kaiser und ihr seid meine Untertanen. Nein, nein, er war ein sehr menschlicher Kaiser, und das sieht man beim Tee. Und ich finde, das macht ihn auch sehr, sehr menschlich. Und man sieht auch noch ein Zitat wollte ich auch noch lesen, was den Stil von Song Huizong behält. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja. Also, Huizong countered that restraint characterized some of the halls for serving tea, but others were overly ornamented. Also, wenn es zum Stil, was für ein Stil bevorzugt wurde, damals als Kaiser hat er, und er mochte Malerei, waren viele Paläste schön bemalt, viel Ornament, aber er meinte, nein, Tee ist etwas anderes, da brauchen wir Restraint, also Bescheidenheit, da müssten wir ganz simpel vorgehen. Und
Das sieht man auch bei seinen Bechern. Die sind von weitem aus sehr dunkel, aber es ist nur, wenn man sie von nahe an betrachtet, dass man sieht, wie sie schön im Detail sind, und sie haben auch viele Geheimnisse, die man nur im Detail kennenlernt, wenn man Tee oft macht. Das habe ich in einem anderen Video, ich glaube letztes Jahr, euch erklärt, die Geheimnisse der Song-Dynastie Becher. Diese Becher waren so wichtig, dass diese Dimensionen immer noch die Dimension sind für die Reisbecher heutzutage in China. Man hat gemeint, das ist also wirklich die ideale Größe von Bechern, und diese Teebechern wurden also auch sogar zu Reisbechern. Und was komisch ist, ist, heute benutzen viele Bauern Reisbecher als Teebecher wieder. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht, dass diese Reisbecher von den Teebechern stammen. Okay, also natürlich hatte Huizong einen schlechten Niedergang in seinen letzten Jahren. Als er gefangen war, konnte er dann wahrscheinlich nicht mehr so oft Tee trinken. Aber während seines Lebens hat er wirklich Tee sehr, sehr oft mit Gästen getrunken, auch darüber gedichtet, dieses Buch schreiben lassen. Und er ist immer noch unser Meister, um Tee zu lernen von der Song-Dynastie. Also wollte ich unbedingt über Song Huizong sprechen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Wenn ihr Näheres erfahren möchtet, dann geht ihr zu meinem Blog. Da habe ich alle Passagen über Tee gelistet in verschiedenen Artikeln, und wir sehen uns dann wieder nächste Woche für eine neue Klasse über Tee. Vielen Dank!